Ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zur vierten Session von Let's Play Resident Evil Zero. Ja, eingekauft haben wir beim letzten Mal schon. Und uns bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, diesen Weg entlang zu gehen. Und ja, ihr könnt euch schon mal auf eine Cutscene gefasst machen, so viel sei gesagt. Und let's go. You're right? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Tja, da haben wir auch gerade den Spruch gehört, den wir letztes Mal bei der Figur hatten. Don't worry, Ashley, I'm coming for you. Okay, ich bin 1% besser geworden von der Trefferquote her anscheinend. Mhm. Wir speichern nicht, haben wir ja gerade. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ja, also wir werden es jetzt mit Insekten zu tun bekommen. Aber das kann mich alles nicht schocken, denn ich bin richtig gut drauf, Leute. Und wisst ihr auch warum? Ich war gestern mal wieder auf dem Flohmarkt, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, und ich habe wieder ordentlich Schnäppchen einkassiert. Hörkassetten natürlich. Und zwar ein paar alte Kassetten von Larry Brand. Nicht die Neuauflage, sondern die alten. Und die sind schon ein bisschen wertvoller. Und ich habe die für 3 Euro das Stück gekriegt. Da war ich richtig froh drüber. Echt herrlich. Und ich habe mit dem Typen, bei dem ich die gekauft habe, gleich abgemacht, dass wir auf dem nächsten Flohmarkt, der in Tostedt sein wird, das ist übrigens der größte Norddeutschlands, wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung, dass er da für mich Jan-Tenner-Kassetten bereitstellt. Und zwar die richtig hohen Nummern, die selten sind. Und dann für 5 bis 6 Euro das Stück. Und das ist auch schon wahnsinnig günstig und ich freue mich drauf. Ach ja, so, und jetzt genug von Hörkassetten. Wir widmen uns jetzt wieder Resident Evil 4. Okay, das klingt unheimlich. Aber keine Angst, das sind bisher nur Geräusche. So, hier ist natürlich wieder was versteckt. Das hat ja schon dieses Gitter angedeutet eben. Und wir haben wieder 1000 dazu bekommen. Und hier rechts ist auch noch eine Abzweigung, bin ich der Meinung. Ja. Aber das ist nur ein Gitter. Okay, ich dachte, da wäre noch ein Spinell oder so. Ja, die Insekten, die haben so ein kleines Manko. Die kann man nämlich meistens nicht sehen. Man sieht nur ihren Atem. Auf zum Atem. So, wir schnappen uns jetzt mal die Sturmgewehr, ne? Genau, die Sturmgewehr. Und guck mal, ob wir da was atmen sehen können. Da! Seht ihr das da? Das sind Atemwege? Ne, was sind denn das? Ja, Spuren des... Was weiß ich, was das ist. Ich schieße es jedenfalls an. Ein Schuss. Zwei Schuss. Drei Schuss. Tot. So. Klappt leider nicht immer, weil meistens sind die dichter. Ist noch einer? Ne. Den Rest werden wir wahrscheinlich auf normale Art killen müssen. Ich schnappe mir mal meine TMP, denke ich. Kommt drauf an, wo sie sind. Wenn sie gleich zu dicht sind, werde ich die Schrotflinte nehmen. Oh, ein grünes Auge. Eine neue Art kleiner Schatz, die wir entweder einzeln verkaufen können oder in Lampen einsetzen können. Wenn wir sie in Lampen einsetzen, bringt es natürlich mehr Geld, ist klar. So, hier sind natürlich noch mehr von den Viechern. Wo seid ihr? Da unten sieht man schon was. Ich möchte ungern meine Granaten verschwenden.
Die werden wir bald brauchen, deswegen nehme ich doch nochmal meinen Sniper, denke ich, oder? Ja, komm. Versuchen wir, die mal von hier aus auszuschalten. Bam! Bam! Er ist tot. Sehr schön. Jetzt verschwinden wir mal kurz. Haben wir den anderen angelockt? Sieht nicht so aus. Ist der noch da? Ja, da ist er. Man sieht ihn. Da. Damit haben wir die erledigt. Wieso kann ich nicht nachladen? Weil ich keine Patronen mehr habe. Das ist ein Argument. Gut, wir schnappen uns mal unsere Schrotflinte, denke ich. Jetzt gehen wir hier runter, sammeln uns erstmal die Sachen ein, die da gedroppt worden sind. Und dann sind hier noch jede Menge blinkende Utensilien im Wasser. Noch ein grünes Auge und noch ein grünes Auge. Hier ist zum Beispiel was. TMP-Munition, sehr schön. Und hier ein Seidenkristall. Und wo ist hier noch was? Da. 10 Patronen. Ja, okay. Das war das. Und jetzt kommt eine kleine Indiana Jones-Einlage mal wieder. Lange nicht mehr gehabt. Zuletzt in Resident Evil 1, glaube ich, oder? Weiß gar nicht mehr genau. Ein bisschen ungewöhnlich, aber... Ach nee, noch nicht. Entschuldigung, ich bin zu weit in der Geschichte. Kommt noch gar nicht. So, jetzt muss ich wieder überlegen. Was ist jetzt die beste Art? Ist hier irgendeine Kammer offen? Irgendeine... Ne, ich müsste... Wir müssen jedenfalls weg. Das habe ich gut gemacht. Gehst du da mal rein, lieber? Luis Notiz. Okay, dann lesen wir erstmal eine Runde, während wir hier gejagt werden. Macht denn nichts. Lest euch das in Ruhe durch. Ich habe schon wieder einen zu schnell geblättert, ne? Ne, gar nicht wahr. So. Ich versuche das nicht zu schnell zu durchzublättern. Also ihr könnt ja auf Pause drücken, ne? Das ist schon klar. Dass ihr das so schnell nicht durchlest, da gehe ich mal von aus. Aber diejenigen, die meine Let's Plays schon länger verfolgen, die wissen ja, dass ich das eigentlich nicht vorlese. Es sei denn, es ist was ganz Geniales. Wie das eine Tagebuch im allerersten Spiel. Ja, ja, er kommt schon. Ich will mal eben was essen. Besser ist das nämlich. So, dreh dich um, Leon. Ja, komm her. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Man muss aufpassen, die sind natürlich auch gerne mal an der Decke unterwegs. Ja, komm, 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 komm. Ah. Sind schon ein bisschen komisch, die Viecher. Leute, was ist los mit euch? Seid ihr bald mal tot, oder was ist das hier? Und der ist weg. Ist auch weg. Da ist der dritte. Ich kann nicht... Scheiße. Oh. Ich sollte mit dem Nachladen aufpassen. Arschgesicht. Ist jetzt mal gut, ne? Etwas spärliche Munition. Na egal. Brandgranate ist gut. Und hier können wir, glaube ich, auch rein. Da war nämlich noch eine Leiche. Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Okay. Hat er Glück gehabt, wenn man so will. Oh, gelbes Kraut. Sehr schön. Packen wir mal da mit rein. Ja, meine Ordnung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, gebe ich zu. Ich glaube, diese war zu, da kommen wir nicht rein, ne? Die Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Gut. Und hier hatte ich ja eben das Kraut mitgenommen, ne? Oh, da liegt noch was. War ich das? Hab ich gerade das Platschen verursacht? Ich glaube nicht. Hier kommt natürlich noch mehr. Ne? Auch dicht. Ja. Aber trotzdem alles mal anklicken. Man weiß ja nie.
Man weiß ja nie. So, auf dem Rückweg ist hier, glaube ich, wieder die Hölle los. Denn wir müssen hier, glaube ich, nur einen Schalter betätigen. Immer leise. So. Aber hier war doch eine Schatztruhe, ne? Ja. Oh, da haben wir eine. Eine Lampe, in die wir diese Scherben einsetzen können. Grünes Kraut ist auch mal willkommen bei mir. Und hier haben wir die Gewehrpatronen. Sehr schön. Was wollte ich jetzt eigentlich? Irgendwas hatte ich eben vor. Ach ja, ich wollte euch das mit den Lampen zeigen. Wir haben jetzt ja Scherben eingesammelt hier, diese hier. Wir haben jetzt 5 von diesen grünen Scherben. Leider können wir immer nur von einer Farbe Scherben in die Lampe einsetzen. Zack, so. Und jetzt können wir halt noch ein bisschen warten, bis wir noch andere Scherben bekommen. Es gibt noch mehreren Farben Scherben und dann ist die Lampe halt wertvoll. Ich glaube, es gibt 2 Lampen insgesamt im Spiel zu finden. Ist nicht so viel, aber... Naja. Sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus. Wasser ablassen, bitte sehr. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen beim Zurückgehen. Oh yeah. Out of sight. Moin! Bam! Der war schnell. Scheiße! Scheiße! Bist Vieh! Huh! Die sind schnell! Ihr merkt das. Ja, danke! Ruhe im Karton. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch ein rotes Glasauge. Das können wir auch direkt einsetzen. Hier. Genau. Glasauge. Glasscherbe. So. Glasaugen hatten wir schon. Wo ist der nächste? Oder die nächste? Was sagt man eigentlich? Das sind ja Insekten, ne? Ich bringe jetzt nicht meinen Insektenwitz. Nein. Nein, nein. Ja, genau. Ich renne lieber hier rein. Oha! Oh! Bist du? Da! Ich dachte, du bist tot! Ah. Danke sehr. Ja, nimm hin. Leon, was los? Gut, haben wir das jetzt hier. Gehen wir hier runter. Das hier ist auch jetzt eine miese Stelle. Man ist hier schon extrem vorsichtig, ne? Und wenn man jetzt diese Tür aufmacht, hört man sofort ein Viech. Und man sieht keins. Passt mal auf, was hier das Fiese ist. Umdrehen. Da bin ich auch am Anfang echt drauf reingefallen. Und dann warst du fast tot. Nicht mit mich. So. Die geben ja ganz gut Munition, ne? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Hier gibt's was. Ein Seidenkristall. So, und jetzt kommen wir zur Indiana Jones Einlage. Da oben ist eine Tür und... Achso, hier sind nur Fässer. Gut. Ich bin übrigens ganz froh, dass wir nicht mehr Ashley bei uns haben. Das ist richtig entspannend. Bloß leider haben wir sie irgendwann wieder an der Hacken. Ist unvermeidbar. Okay, dann wollen wir mal gucken. Yeah. Ein bisschen aufpassen, dann kriegt man das gebacken. Kriegt Dave gerade Erinnerungen, glaube ich. Dave müsste das an eine Stelle aus Shade erinnern. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das Let's Play von Dave Durden an zu Shade, The Wrath of Angels. Ein geniales Let's Play, wie ich finde. Ganz nebenbei, ich habe auch ein Best-of zu seinem Let's Play kreiert. Das könnt ihr euch auch angucken. Jo. Dann gehen wir mal die Leiter hoch.